Horido und herzlich willkommen bei Shoki Banoki New Television zu Daily, eurer Extraportion Angeberwissen. Ja, Horido ist, was heißt denn Horido? Das war total synchron. Ja, aber einmal im Leben synchron reicht ja nicht. Ja, aber wir sollten das üben. Ja, oder öfter machen. Ja, ja. Aber wie gesagt... Wir haben den 29. Juli, ja, und am 29. Juli hat Geburtstag Fernando Alonso. Fernando Alonso ist ja zigfacher Weltmeister in Formel 1. Wir haben Wir hatten schon mal so ein paar Rennfahrer hier, das waren immer nur so irgendwelche Flitzpiepen, so wie der Heinz-Harald Frenzen und sowas, ne, genau. Die ja nichts gewonnen haben. Aber hier, der Fernando Alonso, der ist ja, warte mal, ach, ich sag mal, 100.000 Mal Weltmeister geworden, aber richtig, richtig oft. Ne? Spanier, was ihn dann wieder nicht so attraktiv macht. Naja gut, ist ja auch egal. Ja, aber apropos Spanien. Was denn? Ibiza, kennst du? Schon mal gehört. Schon mal gehört. Da war 2003 Riesenparty. Ja. Da hat nämlich die Polizei, jetzt kommt's, 235.000 Ecstasy-Pillen beschlagnahmt. 235.000 Ecstasy-Pillen? Von wem denn? Also so, war das so eine Lieferung dann? Oder das was? Ist scheinbar eine Lieferung. Und Hammer! Also quasi für dich ein Partywochenende. Ja, also ein kleines. Ein kleines, ja, ein kurzes Wochenende. Also, wenn man so vom Fernseher. Samstagabend. So ein Fernsehabend ist das dann, ne? Wo man dann irgendwie so ein bisschen ruhig macht, so mit ein paar Kumpels. Ja, kann man ja mal machen. Aber am 29. Juli haben auch die Färöerinseln haben Nationalfeiertag. Ach ja? Warst du schon mal auf den Färöerinseln? Nein, war ich noch nicht. Ich sehe nur immer so gerne die Fußballspiele gegen die, weil, also erstmal gewinnt Deutschland meistens, das finde ich schon mal immer sehr gut. Aber was ich immer sehr geil finde, ist, wenn dann quasi berichtet wird über die Spieler und dann der und der ist Bäcker und der ist der Metzger, weil... es ist halt so sehr klein und... ja, Rudi Völler war auch Bankkaufmann und... ja, aber die machen das noch aktiv. Ja, Lothar Matthäus war Innenausstatter, glaube ich. Weißt du, die gehen nach dem Spiel duschen und stehen am nächsten Tag auf und stehen wieder als Bäcker und als Metzger da. Ja, ja, dann da heißt es dann, wenn man gegen die Färöerinsel, wenn dann irgendwie ein Deutscher angeflogen kommt, dann sagen die, ey, ich muss am Montag arbeiten, bist du wahnsinnig. Ja, ist den Deutschen aber scheißegal. Ja. Ja. Das sind die Färöerinseln. Aber was ist noch am 29. Juli? War ein riesen Medienspektakel. Und zwar 1981 war ich zarte 2. Echt, ein Ticken älter. Ja, da hat Englands berühmtestes Ohrenpaar geheiratet. Charlesy. Prinz Charles und Diana. Diana haben geheiratet, aber das hat ja nicht für immer gehalten. Yes. Und es war ja von Anfang an auch auf Kies gefurzt, diese Ehe. Ja, natürlich, weil das Pferdegesicht ja quasi schon in zweiter Reihe stand. Das Pferdegesicht? Das war schon, ist jetzt schon herablassend von dir so ein bisschen, ne? Ist schon fies. Also wem jetzt Pferdegesicht nicht gefallen hat, der schreibt das jetzt in die Kommentare und sagt, Tel du Brillenschlange, Pferdegesicht war gar nicht nett. So, und jetzt gehe ich zur Strafe, gehe ich jetzt auf deinen Kanal und guck mir alle deine Videos an und weh, du sagst nur mal irgendwas Abfälliges gegen Pferdegesichter. So, der Kanal heißt nämlich Till und sein Blog, jetzt wisst ihr es. Na toll, jetzt krieg ich die ganzen Hater. Ja genau, die ganzen Hater schicke ich jetzt zu dir. Ja, ich sag Cheerio, Miss Sophie, wir sehen uns morgen wieder bei Daily, das wird lustig. Ciao. Tschüss.